Mitten in Wattwil, direkt neben der Buddy und der Minigolfanlage, liegt unter freiem Himmel das Areal der offenen Kinderbaustelle Wattwil. Hier wird mit Holz, Steinen, Hämmer, Nägeln, Beton und vielem mehr gebaut, was das Zeug hält. Entstehen kann alles, was gebaut werden kann. Dazu können die Kinder mit diversen Baumaterialien und Werkzeugen hantieren und bei Bedarf stehen ihnen auch fachkundige Betreuerinnen und Betreuer zur Seite. Für die Eltern, die ihre Kinder auf die Baustelle begleiten, steht vor Ort ein kleines Beizli zur Verfügung. Hier können sie gemütlich einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen und ihren Kleinen beim fleißigen Bauen zuschauen. Das Ziel ist, dass sich Kinder bei uns kreativ und selbstständig betätigen können, dass sie im Freien Verantwortung übernehmen können und dass ihre Selbstbestimmtheit durch das auch wirklich im Vordergrund steht. Das heisst, Kinder können selber entscheiden, was sie bauen und welche Werkzeuge und welche Mittel sie dazu verwenden wollen. Und durch das probieren wir, dass sie ihre sozialen Fähigkeiten, ihre taktilen und motorischen Fähigkeiten, aber auch ihre integrativen Fähigkeiten können kennenlernen und die erweitern. Und da ist ganz wichtig, dass man möglichst niederschwelligen Zugang zum Projekt ermöglichen können. Und da ist das Projekt wirklich gratis und sie können nach einmaliger Anmeldung jederzeit wiederkommen. Wir haben hier so einen Trichter, wo dann das Wasser hier abfließt und das hier vorne nicht rauskommt. Und dann geht es hier hinten ab durch die Leitung. Dann hat so ein kleines Brückchen. Dann läuft es hier noch durch und dort hinten tut es ihn absickern. Also, das ist etwas, das ist ein Kommunikationsgerät zu den anderen Hütten, dass man nicht immer wie einen Namen ausreden, sondern auch mal trennt. So wie ein Telefon. Wir haben ein Kranenboot. Ein grosser Balkon, also mittelgroßer Balkon. Und ein Haus auf Stelzen. Und einen Kran. Oh. Der Bohrer hat viel zu wenig Kraft. Doch, die muss man noch haben. Das ist fürs Gelände. Da ist man mit Elan am Arbeiten. Überall. Also ich finde, es macht den Kindern, glaub, Spass, die da sind. Ich bin heute das erste Mal auf dieser Kinderbaustelle. Und ich hoffe auch nicht das letzte Mal dieses Jahr. Das finde ich schon noch wichtig, dass man den Kindern heute zeigt, dass man auch in der Natur etwas anfangen kann und nicht immer, ich sage jetzt einfach mal, mit elektronischen Geräten arbeiten. Oder wirklich etwas draussen machen. Mit Wind und Wetter und Sonne konfrontiert wird. Es ist alles da, was man braucht, um wirklich einfach ein bisschen Nachmittag verbringen oder ein Wochenende. Machen weiter so. Also Kinder, wo wir das erste Mal da waren, haben dann Kinder gesagt, Mami, das ist mega leise und sind so liebe Leute dort. Ganz coole Typen. Wirklich. Und ja, kannst machen, was du willst. Wir konnten sogar betonieren. Die Lia hat genau heute Geburtstag, gell? Mhm. Und dann haben wir gefunden, wenn es nicht 30 Grad heiß ist, wenn wir nicht baden können, dann gehen wir lieber auf die Kinderbaustelle. Sind alle Kinder draußen, sind am Abend müde, können machen, was gerade so Lust haben. Und also, wenn es jetzt mega geregnet hätte, dann wären wir alle nicht hergekommen. Aber so ist es perfekt. Also, jetzt ist es das dritte Mal und wir haben es leider erst einmal geschafft, um hierherzukommen. Und es hat mich fast ein bisschen gefuchst, weil es ist wirklich mega leise. Also ich werde nächstes Jahr sicher wiederkommen, wenn es wieder ist. Das Angebot richtet sich an alle Kinder bis zum 12. Lebensjahr und ist gratis. Zu diesem Zweck haben wir jeweils von Mai bis September am Mittwoch vom 2 bis am 6 und am Samstag vom 10 bis am 4 betreute Öffnungszeiten. Aber auch außerhalb der betreuten Öffnungszeiten steht das Areal und die Infrastruktur, zum Beispiel für Gruppenausflüge oder Schulklassen, gratis zur Verfügung. Ich habe gelernt, dass ich ganz gerade bohren muss und ja, dass ich es also breiter näher aneinander umbauen und so. Ich war schon 11 Mal auf der Kinderbaustelle. Ich würde gerne eine ganze Stadt aus Holz bauen. Kinder brauchen ganz verschiedene viel Betreuung. Man merkt, dass die einen Kinder schon recht selbstständig sind, vor allem die Kinder, die mehr da waren. Die Kinder, die das erste Mal oder so da sind, diesen Kindern tut man halt einfach ein bisschen mehr mit ihnen sein und mit ihnen arbeiten, dass sie auch ein bisschen anleiten. Und dann merkt man, wenn sie mehrmals kommen, dass sie auch immer selbstständiger werden und weniger Betreuung brauchen.
Das Projekt wird von der offenen Kinder- und Jugendarbeit Wattwil organisiert und durchgeführt. Dazu gehört die Bereitstellung von Material und von der Infrastruktur und die Organisation von der Betreuung. Nebendran werden wir aber auch im finanziellen Bereich und im materiellen Bereich unterstützt. Und zwar sind das hauptsächlich Gemeinde Wattwil, die uns das Areal gratis zur Verfügung stellt. Weiter werden wir unterstützt durch den Kanton St. Gallen, der uns über den Kinder- und Jugendförderungskredit im finanziellen Bereich unterstützt. Und durch die Hauptsponsorin, die Baufirma E-Weber AG, die uns Kontaktagitter und Baucontainer zur Verfügung stellt. Und außerdem haben wir ganz, ganz viele Handwerksbetriebe aus Wattwil und der Region, die uns mit Materialien, Farben und Werkzeugen die zur Verfügung stellt, damit wir mit denen bauen können. Im Herbst wird nun das Areal wieder zurückgebaut, damit die Kinder im Frühling die nächste Bauetappe in Angriff nehmen können. Denn solange das Reservebauland der Gemeinde nicht überbaut wird, soll es den Kindern möglich sein, das Areal zu nutzen und ihrerseits Bauten zu erstellen. Für Informationen zum Projekt steht Samuel Roth, Leiter der offenen Jugendarbeit der Gemeinde, gerne zur Verfügung. Kontaktinformationen finden Sie unter www.wattwil.ch.